Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Gittertürschloss oder Kellertürschloss oder Kastenschloss von einer Kundin gekriegt und ja, okay, der geht raus und da ist irgendwas dann kaputt. Sie hat das aber schon selber aufgemacht und irgendwie falsche Schraube drin. So, so sieht das Ganze aus und da ist keine Feder mehr drin. Das geht alles hier. Hier liegt sie, die kaputte Feder. Die, oder das sah mal so aus. Ja, die hat hier, mal gucken, kann man das sehen? Ja, die hat hier so drin gelegen. Ja, die hat einfach nur so drin gelegen, mehr nicht. So, da machen wir jetzt eine neue oder eine andere. Dann gucken, dann zoom. Ja, und dann machen wir hier auch dementsprechende vernünftige Schraube rein. Das geht gar nicht. So, wir machen jetzt aber da nicht so eine Feder vorne, sondern ich nehme eine Rundfeder. Also eine andere. Die mache ich mal eben, die biege ich eben mal und dann gucken wir uns das gleich mal an. Was habe ich jetzt gemacht? Also ich habe jetzt eine neue Feder gebogen, das ist diese hier. Warum habe ich das so hoch gemacht? Weil sonst wäre die zu flach und würde hier runterrutschen. Und so ist die Feder keine Drahtfeder mehr. Man hat nicht nur diese Höhe, sondern es hat jetzt diese Höhe. Da habe ich ein Loch reingemacht, damit das Ganze nicht wegrutscht. So, jetzt sorge ich dafür, dass das da so drin ist. Ich denke mal, dass ich das auch nicht wieder aufmachen muss. Und deswegen werde ich das hier alles schon mal schmieren. Hier muss immer Öl drauf, weil auch auf die Feder. Das ist zwar Eisen, aber dennoch zieht das ein klein bisschen ein und sorgt eben halt dafür, dass das Ganze nicht spröde wird und dann eben halt auch bricht. So, dann ist es so, dass wir jetzt hier den Deckel drauf machen, erstmal eben. Dann kommt die Schraube da durch. Jetzt brauchen wir noch den passenden Schraubendreher dazu. Nehmen wir so lange den hier. So, die Schraube ist jetzt zu lang, ist klar, aber das ist ja Nebensache. Die Schraube setze ich deswegen hier auch rein, damit die Feder sich nicht verrutscht, die ich da drin habe. So, und das geht wieder einwandfrei, ist wieder Druck und Spannung drauf. Ja, dann kümmern wir uns hier drum. Da haben die diese Schraube reingelegt. Das ist eine 4 mm Schraube. Ich habe hier auch eine 4 mm Schraube. Mal schauen, ob die da reingeht. Ja, die geht da rein. Die werden wir jetzt mal eben absägen. Auf so ein bisschen und dann schrauben wieder rein. Dann ist das Schloss zu fertig und ja, die Kundin kann das wieder benutzen. Das mache ich mal eben und dann drehen wir da. Ja, das ist die Schraube, die habe ich gekürzt. Ich nehme immer lange Schrauben. Ich nehme ganz selten so kurze Schrauben. Da habe ich immer so viele Schrauben hier. Und so habe ich praktisch eine Sorte. Und dann mache ich mir die mal passend. So, Schraube drin. Geht das überhaupt hier? Der geht gar nicht, ne? Doch, jetzt geht er. Habe ich ja Öl dran gemacht. Ja, drücke mal eben rein. Und jetzt geht das wieder alles. Gut, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.